Hallo Freunde und herzlich willkommen zum 5. Dezember und somit zur 5. Folge von dem 3-Fragezeichen-Adventskalender. Gestern, nochmal zur Erinnerung, haben wir hier diese Schablone gefunden. Dann würde ich sagen, geht's jetzt auch schon mal gleich direkt los. Bob notierte konzentriert die Morsezeichen. Dann las er das Ergebnis vor. Hole euch ab. Ich denke, das ist eine Botschaft unseres Auftraggebers. Er wird mitbekommen haben, dass wir aus dem Bus geworfen worden sind. Justus sah das genauso. Uns bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten. Es dauerte nicht lange und die 3 Fragezeichen sahen, wie sich aus den Bergen ein Reiter näherte. Es war der Mann mit dem Lederhut. Im Schlepptau hatte er 3 weitere Pferde. Seid gegrüßt, lächelte er sie freundlich an. Ich bin froh, dass ihr meine verschlüsselten Botschaften verstanden habt, denn ich brauche clevere Rätselmeister. Jemand hat mir von euch erzählt. Entschuldigt, dass ich euch mit dem Fell und dem Schild getestet habe. Und da ich absolut sicher sein möchte, dass ihr die Richtigen seid, erlaubt mir einen letzten Test. Mit diesen Worten warf er den Freunden einen Haufen Indianerpfeile vor die Füße. Seht euch die Pfeile genau an. Einer ist besonders. Doch welcher ist es? So, und zwar lese ich noch einmal ganz kurz die Aufgabe vor. Sieh dir die Pfeilenden mit den Federn genau an. Nur bei einem der Pfeile kommt jede Farbe lediglich einmal vor. So, erstmal einmal kurz gucken hier, wie das hier genau ist. Ach so, ja, ich habe eine Lösung. Und zwar würde ich mal behaupten, dass das hier der Pfeil Nummer 11 ist und das soll das Bild hier sein, was wir gleich auf dem Kalender suchen. Würde ich einmal sagen, Antwort 3, ja, Pfeil Nummer 11. Dann suchen wir gleich mal gemeinsam auf dem Adventskalender dieses Bildchen hier. So, und los geht's. Ah, hier ist es. Boah. So. Oh, was ist das denn hier? So Aufkleber oder sowas? Um eine Personenbeschreibung aus dem Gedächtnis gut zu machen, braucht man eine vortreffliche Beobachtungsgabe und ein prima Gedächtnis. Ein bisschen Training, am besten zu zweit, kann dabei nicht schaden. Und dann steht hier jetzt, achso, such dir Fotos von verschiedenen Personen in Klammern aus der Zeitung oder von deiner Familie oder Freunden und lege diese nebeneinander hin und pinne diese an eine Magnettafel. Dein Detektivkollege verteilt nun die Merkmalsmagnete auf den Fotos. Ach so, das sind Magnete. Alles klar. Jetzt hast du 30 Sekunden Zeit zu merken, welche Merkmale zu welchen Fotos gehören. Dein Detektivkollege notiert sich dabei die Reihenfolge der Merkmale und nimmt dieses dann wieder weg. Deine Aufgabe besteht nun darin, diese wieder richtig zuzuordnen. Viel Erfolg! Achso, und jetzt zeige ich euch hier noch einmal, wie das dann so aussehen kann. So Freunde, das war's denn jetzt heute auch schon mit der bereits 5. Folge von dem Adventskalender. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ja, dürft ihr gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Gerne dürft ihr mich auch noch zum Schluss kostenlos abonnieren, damit ihr jetzt keine Folge mehr von dem Adventskalender verpasst. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.